Und heute werden wir adoptiert von einer Eisfamilie und von einer Feuerfamilie und werden sehen, bei wem es sich besser lebt und mit wem wir unsere Zeit für immer verbringen wollen. Das entscheiden wir dann, wie immer, am Ende der Folge, nachdem wir eine Woche bei beiden Familien gelebt haben. Falls ihr neu seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann let's go! Ich glaube, es ist an der Zeit, in die Adoptionsklinik zu gehen, denn ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach einer neuen Familie. Ich bin mal wieder ganz allein und ich glaube, heute ist ein guter Tag. Ich sehe da nämlich schon Leute drin stehen und ich bin mal gespannt, ob die Interesse haben, mich zu adoptieren. Oh, okay, wer ist das denn? Hallo, du möchtest adoptiert werden? Ganz genau, ich bin auf der Suche nach einer neuen Familie. Wer ist denn gerade auf der Suche? Die beiden Familien hier. Okay, das sind zwei verschiedene Familien. Beide haben geschrieben, ich. Okay, es sieht aus, als hätten wir hier einmal den Mann von der Feuerfamilie und die Frau von der Eisfamilie. Ich würde gerne bei beiden mal eine Woche leben, weil ich kann mich so noch nicht entscheiden. Ich weiß noch nicht, was besser ist, ob Feuer oder Eis. Ich würde sagen, wir leben die erste Woche bei der Feuerfamilie und dann die zweite Woche ziehen wir rüber zur Eisfamilie. Alle einverstanden? Komm doch lieber einfach zu uns. Aber wir sind viel cooler. Ich schätze, das werden wir jetzt herausfinden in den nächsten zwei Wochen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal mit zum Feuermann. Okay, hier sind wir also beim Feuerhaus. Sieht von außen richtig, richtig cool aus. Hier ist auch alles voll rot. Die haben auch ein rotes Auto. Komm mit rein, Ronja, sagt der Feuermann. Alles klar, sehr gerne. Okay, hier ist also mein neues Zuhause in der Feuerfamilie. Ich bin gespannt, was wir hier so machen. Oh, hallo, wer bist du denn? Hi, ich bin Ronja, ich bin eure neue Tochter. Und keine Sorge, ich werde mich natürlich nahtlos einfügen hier in der Feuerfamilie. Und zwar machen wir direkt schon mal den Kamin an. Für ein bisschen Gemütlichkeit und es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass wir nicht an ist. Wir sind ja schließlich im Feuerhaus. Gute Idee, aber noch viel zu wenig. Viel zu wenig? Was meint ihr denn? Der Kamin ist doch schön und gemütlich. Naja, wir sind die Feuerfamilie, also brauchen wir viel Feuer. Oh mein Gott, das Haus fängt einfach an zu brennen. Okay, verstehe, wir brauchen viel Feuer. Und es ist überhaupt nicht gefährlich, es ist einfach mehr so ein friedliches Feuer. Vielleicht, weil ich jetzt Teil der Feuerfamilie bin, ich werde es auf jeden Fall nicht ausmachen. Habt ihr öfter Probleme mit der Feuerwehr? Ehrliche Frage jetzt von mir. Leider ja. Die kommen regelmäßig zum Löschen zu uns. Oh, okay, ich sehe, warum das anstrengend klingt. Ich denke aber, was auf jeden Fall noch ein wichtiger Schritt ist, damit ich mich hier einfinden kann in die Feuerfamilie als echtes Feuerkind, ist natürlich ein Outfit, was auch mehr zur Familie passt, damit Leute von außen auch wissen, zu wem ich gehöre. Von daher eine Sekunde. Schon viel besser. Jetzt bin ich nämlich auch rot angezogen. Ich hatte natürlich extra was dabei. Vielleicht gehe ich nachher noch meine Haare färben. Sehr schön. Aber davor machen wir noch einen kleinen Ausflug. Oh, okay, super. Ja, gerne. Ich liebe Ausflüge. Wohin geht's denn? Komm mit. Oh, ich bin super aufgeregt. Warte, wir müssen hier einmal raus. Zack, zack. Und dann wahrscheinlich ins Feuermobil. Oh, da sitze ich schon. Let's go. Mein erstes Abenteuer in der Feuerfamilie. Okay, hier sind wir scheinbar auch schon. Ich glaube, wir gehen Häuser anzünden, so wie ich das verstanden habe. Es macht Sinn, wir sind die Feuerfamilie. Hier draußen ist auf jeden Fall ein Grill, den können wir anmachen. Sehr gut gedacht, Ronja. Ach, was soll ich sagen? Ich bin wohl ein echtes Feuerkind. Okay, crazy. Wir haben scheinbar auch die Erfahrung, weil sie ist jetzt einfach hierher gelaufen. Oh, und wir machen den Grill auch auf 1000 Temperatur. Haben jetzt hier den Kamin angemacht, ein bisschen Feuer verbreitet. Ich hoffe, der Wohnwagen brennt nicht ab. Jetzt zurücklehnen und genießen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ach ja, was für ein schönes Gefühl. Vor allem bei diesen etwas kühleren Temperaturen draußen. Im angenehmen Feuer vom Kamin zu sein. Oh, oh, hörst du das? Oh, verdammt. Nicht, dass wir wieder erwischt werden. Schnell. Schnell ins Feuermobil. Oh mein Gott, das ist die Feuerwehr. Die ist sicher auf unsere Schliche gekommen. Ich meine, die müssen wissen, dass wir das waren. Es gibt ja auch nur so viele Feuerfamilien hier in Brookhaven, aber gut. Nochmal davon gekommen, alles gut gelaufen. Was machen wir als nächstes? Hast du Hunger? Oh ja, auf jeden Fall. Das ganze Feuerlegen hat hungrig gemacht, schätze ich mal. Oh, wir sind hier beim Brooks Diner. Da habe ich früher auch gerne mal mit meinen Freunden gegessen, auch wenn das Licht hier drin immer furchtbar ist. Da wird mir ein bisschen übel von. Aber was essen wir so als Feuerfamilie? Was auch immer du willst. Okay, dann hätte ich gerne einmal die Pfannkuchen. Oh, da sind sie auch schon. Richtig lecker, ich liebe Pfannkuchen. Schmecken sie dir auch? Die sind ja fast gar nicht verbrannt. Oh, wir essen nur verbranntes Essen. Ih, wie ekelhaft. Nein, das schmeckt gut. Ja, für dich vielleicht, aber ich bin nur rot angezogen. Ich bin kein ehrlicher Feuermensch. Oh, nur noch verbranntes Essen bis ans Ende meiner Tage. Das klingt gar nicht cool.
Naja, gut. Immerhin sind die Pfannkuchen hier gut. So, meine Woche bei der Feuerfamilie ist jetzt auch schon vorbei. Das ging tatsächlich echt schnell rum. Und hier ist das Haus von der Eisfamilie. Das wurde mir von der Adoptionsagentur durchgegeben. Oh, die Tür ist offen. Ich gehe einfach mal rein. Hallo, ich bin da. Oder sitzen sie auch schon beide? Oh, hallo Ronja. Hi, schön, dass es geklappt hat. Wie alles einfach nur hellblau ist. Und boah, hier drin ist ganz schön frostig. Habt ihr die Klimaanlage hochgedreht? Naja, wir sind halt die Eisfamilie. Fair. Das macht irgendwo Sinn, dann werde ich die auch nicht hochdrehen. Sag mal, was hast du denn da an? Oh, Entschuldigung, das ist noch mein Outfit von der Feuerfamilie. Klar, das gefällt euch natürlich nicht. Eine Sekunde. So, und einmal umgeändert. Gefällt euch das besser? Schon besser. Okay, das freut mich. Sag mal, eine Frage möchte ich gern stellen. In der Feuerfamilie, da sind wir ja auch rumgelaufen und... Oh, wahrscheinlich darf ich das gar nicht sagen, aber wir haben ja Häuser angezündet. Was ich fragen wollte ist, friert ihr andere Häuser ein? Bist du denn verrückt geworden? Ich schätze mal, das ist nein. Auf keinen Fall. Okay. Gut, dann verrate ich lieber nicht, was die Feuerfamilie so treibt, weil anzünden ist, glaube ich, nochmal schlimmer als einfrieren. Also habt ihr einfach gern die Klima an und das war's? Das wirkt, eigentlich sehr friedlich. Ja, wir mögen halt den Winter. Okay, fair. Ich mag den Winter eigentlich auch. Das ist super schön. Da liegt überall Schnee draußen. Man kann Schneemänner bauen. Man hat schulfrei. Und man kann Schneeballschlachten machen. Genau. Und wir mögen alles, was kalt ist. Das heißt, ich nehme an, wir essen hier hauptsächlich Eiscreme? So ziemlich. Hast du denn Hunger? Noch nicht. Vielleicht können wir erstmal noch was anderes machen. Aber nachher hätte ich richtig Lust, zur Eisdiele zu gehen. Oh mein Gott, und es gibt auch so viele gute Sachen. Es gibt Eiscreme, es gibt Eis am Stiel, es gibt Eistorte, es gibt, gefrorene Beeren. Irgendwann fallen mir auch keine eisigen Sachen mehr ein. Na gut, was möchtest du denn machen? Weiß ich nicht. Was macht ihr denn an einem typischen Tag so? Naja, lass es mich dir zeigen. Wir machen mal hier die Garage auf und... Ah, okay, das Auto steht draußen. Dann setze ich mich mal rein. Oh, das sieht auch richtig cool aus. Oh, ihr habt einen Sportwagen. Wie cool, der fährt richtig schnell. Ich frage mich, wo es hingeht. Gehen wir campen? Ich meine, es macht Sinn in der Natur, aber es ist halt auch gerade kein Winter. Wir gehen den Schneeberg hoch. Oh, yay, das klingt spaßig. Ich liebe Wandern. Warte, ist das hier der Schneeberg? Ich glaube, ich bin hier noch nie hochgeklettert. Ups. Oh, das ist gar nicht so einfach. Warte mal, hier ist richtig steil. Hä, wie hast du das geschafft? Ah, das ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass sie das macht. Oh, wow. Ja, ja, ich kenne den Berg. Den hat man von meinem alten Haus aus oft gesehen. Da lag immer Schnee, aber jetzt gerade auch noch nicht. Wahrscheinlich, weil halt Hochsommer ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das richtig cool ist. So zum Skifahren und zum Snowboarden. Oh, geschafft. Oh, ich bin ganz schön außer Atem. Mit den Dingern können wir zum Eisladen fliegen. Oh, yay, was für eine super Idee. Okay, 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 wer als erstes da ist, let's go. Okay, wir müssen in die richtige Richtung navigieren. Oh, was für ein Riesenspaß. Der Eisladen ist in der Stadtmitte. Das heißt, oh, ich sehe ihn schon. Da hinten? Oh, warte, nee, das ist Haare und Nägel. Ist der Eisladen auf der gegenüberliegenden Seite? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Mein Orientierungssinn ist nicht so gut. Doch, da, Ice Cream. Wir müssen nur noch ein Stückchen nach vorne. Dann können wir springen. Und ich will auf jeden Fall früher da sein als meine Eismom. Ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Oh! Da sind wir schon. Wow, das war der coolste Weg in die Stadt jemals. Oh, hi, Eismom. Wow, du warst echt schnell. Ja, danke schön. Okay, ich hätte gerne eine große Kugel Kaugummi und noch eine Kugel Mint und noch eine Kugel Geburtstagskuchen und Vanille und Schoko, weil ich liebe Eis und ich meine, ich darf ja sonst auch nichts anderes essen. Ich nehme dreimal Schokolade. Auch eine faire Entscheidung. Sehr weise von dir. Und da ist meine Woche mit der Eisfamilie auch schon rum. Ich bin hier schon wieder zum Adoptionscenter gelaufen, um hier meine finale Entscheidung zu treffen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir werden heute auf jeden Fall in eine gute Familie kommen. Hallo, hier bin ich wieder. Hi, hast du dich entschieden? Es fällt mir schwer, aber ich glaube, ich habe eine Entscheidung getroffen. Du warst ein super Feuerkind. Komm zu uns, alles andere wäre Quatsch. Du bist so ein tolles Eiskind. Du musst zu uns. Okay, ich glaube, meine Entscheidung ist die Eisfamilie. Ich hatte super viel Spaß und ich liebe Eis. Ich kann den ganzen Tag nichts anderes essen. Juhu! Außerdem bin ich auch schon passend angezogen. Da muss ich mein Outfit nicht mehr ändern. So, Leute, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Feuerfamilie versus Eisfamilie. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und schreibt mal in die Kommentare, welche Familie ihr gewählt hättet. Und dann klickt jetzt auf den Screen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!